Willkommen, verehrte Zuschauer, in der Halle 8, wo die Creme der europäischen Autobauer ihre Karossen präsentieren, meist auf schicken Scheiben, mit flotten Ständen und meist auch mit hübschen Damen. Keine revolutionären Neuheiten, das hat sich mittlerweile herumgesprochen, aber der Andrang ist groß, wie Sie sehen. Heute soll sogar der publikumsstärkste Wochentag sein mit 120.000 Besuchern oder, wenn Sie so wollen, Autoverehrern. Jeweils 12 Mark hat man bezahlt, 5 Mark für Schüler und Studenten. Auch in dieser zweiten ARD-Sendung wollen wir Modelle vorstellen, über Trends reden. Nach VW, Opel und Ford am letzten Samstag, heute das etwas gehobenere Angebot, gerade was die deutschen Autobauer angeht. Tja, und das Modell mit diesem geschwungenen D mit Namen Daimler ist mitnichten ein Beispiel deutscher Produktion. Dennoch darf eine nicht unbekannte englische Nobelfirma, und Sie werden die Marke allein an den Konturen dieses Autos erkennen, sie haben sich kaum in den letzten Jahrzehnten verändert, sie darf den Namen Daimler verwenden für ein eigenes Produkt. Ja, guten Tag daheim. Ich erzähle es Ihnen kurz. Es ist ein Mr. Sims gewesen, der hat sich 1893 mit Gottlieb Daimler arrangiert, hat ihm das erste Patent abgekauft, was Motoren angeht. Und seither gibt es in England die Firma Daimler Motor Co. Vor 25 Jahren hat diese Firma, nämlich Jaguar, die Daimler-Firma aufgekauft in Großbritannien und darf deswegen, ebenfalls wie vorher Sims, den Namen Daimler unbegrenzt nutzen. Und wenn Sie so zwei tolle Autofirmen in irgendeiner Form liieren, dann kann nur was Teures rauskommen. Diese Karosse ist das Spitzenmodell von Jaguar, meine Damen und Herren. Es kostet 95.000 Mark, 295 PS, 225 Stundenkilometer, 6 Zylinder. Der Katalysator kostet extra 2.900 Mark. Warum dieser Popelbetrag? Naja, gut, macht nichts. Auf jeden Fall ist der Jaguar etwas entrückt vom Publikum, obwohl die Engländer sagen und gerade Jaguar sagen, im Jahr 1990, da werden die reichen Deutschen, das ist Originalzitat, die reichen Deutschen werden 90.000 Luxuskarossen kaufen und wir wollen uns da einen Kuchen davon abschneiden. Aber die Konkurrenz sitzt nicht weit, gerade hier in Deutschland. Und eine sitzt in Untertürkheim. Und ich weiß nicht, der Kollege Klaus-Rüdiger Metze wird sich von Daimler-Benz melden, mit Sicherheit nicht so entrückt vom Publikum wie ich hier. Ja, Frank, der deutsche Daimler fährt natürlich nicht unter dem geschwungenen D. Sein Markenzeichen, wer wüsste das nicht, ist der silberne Stern. Mercedes, sonst fast auf jeder IAA immer gut für eine attraktive Überraschung. Mercedes ist in diesem Jahr merkwürdig zurückhaltend. Spötter meinen sogar, Mercedes sei zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte ins Hintertreffen geraten gegenüber seiner Konkurrenz. Die Nase vorn haben die Stuttgarter jedenfalls noch bei ihrem neuen 300 Turbo Diesel. Die Sechszylindermaschine produziert satte 143 PS, die den Wagen auf 200 Kilometer in der Stunde bringen. Damit greift der 300 TD nach dem Titel des schnellsten Pkw-Seriendiesel überhaupt. In der noblen S-Klasse wurden dagegen lediglich die Achtzylindermotoren verfeinert. Modellpflege nennt man das. Neu in diesem Wagen, dass es hier den Airbag, den Prallsack, jetzt auch für den Beifahrer gibt. Das Flaggschiff dieser Reihe, der 560, wurde auf stolze 300 PS gebracht. Diese Leistung bringt er allerdings nur ohne Katalysator. Ja, und da sind wir auch schon bei der Gretchenfrage. Herr Ramthun, Ihr Flaggschiff, 300 PS hat er, aber der magische Zwölfzylinder, er fehlt. Wollte Mercedes nicht oder konnten sie nicht? Ich glaube, die Frage 12-Zylinder oder 8-Zylinder hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen als philosophische Frage entwickelt. Wir sind der Meinung, die Leistung aus 8-Zylinder, die wir erbringen, aus 5,6 Liter Hubraum, entspricht den Bedürfnissen unserer Kunden. Bedürfnis Ihrer Kunden. Also mir ist aufgefallen und nicht nur mir, Sie sind sehr zurückhaltend mit der Modellpolitik, mit neuen Autos auf dieser IAA. Woran liegt das? Wir haben einen relativ langen Zyklus in unserer Modellpalette oder Baureihe, sind der Meinung, dass dadurch die Fahrzeuge ihre Wertbeständigkeit behalten. Das ist ein Teil der Philosophie unseres Hauses. Aber doch nochmal zurück zum 12-Zylinder. Ich behaupte mal, Mercedes wird an ihm nicht vorbeikommen. Ihre obersten Chefs haben ja auch schon gesagt, wir bauen den 12-Zylinder und es wird der beste der Welt. Was macht Sie da so sicher und vor allen Dingen, wann wird er gebaut? Ich glaube, dass die Frage richtig beantwortet ist, wenn wir sagen, wenn wir einen bauen, und es klingt ein klein wenig arrogant, dann sind wir überzeugt, dass das wieder der beste 12-Zylinder sein wird, den es gibt.
Die Frage wann, haben Sie Verständnis dafür, das lässt sich nicht so auf die Sekunde genau sagen. Wir sind aber überzeugt, das wird im richtigen Zeitpunkt sein. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Viel Zeit können Sie sich ja wohl nicht mehr damit lassen. Die Konkurrenz belebt zunächst mal das Geschäft. Ich meine, das, was bei BMW passiert ist, ist für die gesamte Oberklasse ein belebendes Moment. Man könnte die Frage auch rumdrehen, warum hat BMW keinen Achtzylinder, aber das, meine ich, ist ja nicht Ihre oder die Antwort auf Ihre Frage gewesen. Sie haben das eben gehört, BMW tönt ja sehr vollmundig, die sind richtig stolz auf ihren Zwölfzylinder. Macht Sie das nicht doch irgendwo ein bisschen nervös? Es macht uns nicht nervös. Ich bin der Meinung, dass der Start einer neuen Baureihe mit einem neuen Motor ein guter Start sein muss. Und gerade die Kollegen von BMW wissen das ja sehr genau. Bei einem Rennen ist ein guter Start sehr wichtig, aber gezählt wird am Ziel. Bedanke mich erstmal. Also, dass die Bayern von BMW zurzeit mehr Luxuskarossen verkaufen auf dem deutschen Markt, das mögen die Herren aus Untertürkheim vielleicht noch verzeihen und verschmerzen. Aber dass BMW als erster deutscher Hersteller seit 50 Jahren einen Zwölfzylinder auf den Markt bringt, relativ klammheimlich, hat Herrn Bauderer von BMW hier, das hat eingeschlagen und das hat die Leute von Mercedes unheimlich beeindruckt. Ich sag, bevor wir uns mit Herrn Bauderer über das System des Zwölfzylinders unterhalten, vielleicht noch ein paar Daten zu diesem Gefährt. Das ist also das Flaggschiff von BMW, der 750i, und das ist er, der Motor. 300 PS, eine 5-Liter-Maschine, 250 Stundenkilometer schnell. Dann soll aber Schluss sein, darauf kommen wir gleich. Und das Gefährt fängt an mit 102.000 Mark und endet, je nach Luxusausstattung, bei 137.000 Mark. Da können sich 15 Skodas für kaufen. Wie gesagt, ein Zwölfzylinder. Und das geht wie so ein Hauch hier durch die Messe. Ha, BMW hat einen Zwölfzylinder seit 50 Jahren wieder. Was ist denn nur der Vorteil, Herr Bauderer, bei so einem Zwölfzylinder? Der Vorteil dieses Zwölfzylinders ist zweifellos die Laufruhe, die Laufkultur, aber mit Sicherheit auch einen Schuss Luxus, den wir bieten. Und die Begeisterung, von der Sie gerade sprachen, die begann schon, als unsere Ingenieure den Auftrag bekommen haben, diesen Motor zu bauen. Und die Begeisterung setzt sich hier fort in der Halle, wenn viele Menschen zu uns kommen und begeistert sind von diesem Motor, ob sie ihn sich kaufen können oder nicht, sondern diese Ingenieurleistung, die dahinter steckt, ist eben faszinierend. Herr Bauder, ist das die Zukunft in der Luxusklasse, Zwölfzylinder? Mit Sicherheit. Es wird wahrscheinlich keinen Zylinder mehr geben. Jetzt haben Sie in Ihren Prospekten auch, und Sie verkünden das hier auch ganz bewusst, Sie sagen, bei 250 Stundenkilometer ist mit dem Wagen Schluss. Technisch, habe ich gehört, könnte er mehr leisten. Wie wollen Sie das verordnen? Das ist sehr einfach mit der Elektronik. Die Geschwindigkeitsregelung schaltet bei 250 Stundenkilometer ab. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Also bei 250 ist Schluss. Und was wollen Sie damit erreichen? Wir wollen uns einfach an dem Wettrüsten der Geschwindigkeit auf den Straßen nicht mehr beteiligen. Wir sind davon ausgegangen, dass unsere Fahrer viel Freude am Fahren in den unteren Drehzahlbereichen und in den unteren Geschwindigkeitsbereichen haben soll und haben will. Aber er soll nicht unbedingt als der Raser der Nation auftreten. Ihre Worte in vieler Köpfe, das kann man nur sagen. 750i, das Flaggschiff. Der Einstieg bei BMW ist aber nach wie vor, Herr Bauderer, die Dreierreihe. Und da haben wir vorne aufgebaut. Ja, das ist natürlich ein Cabrio. Das ist, wenn Sie so wollen, schon das gehobene Dreiergefühl für 43.100 Mark. Die ganze Dreierreihe ist neu definiert, so heißt es auch in der Werbung von BMW. Es sind neue Motoren. Man hat allerdings leicht retuschierte Karosserien. Sie sehen es unter anderem an den Stoßstangen. Dort hat man ganz kleine Kunststoffstoßfänger aus Schwarz eingebaut, dass wenn bei Parkplatzproblemen, können Sie bei 4 Stundenkilometern immer noch keine Beschädigung haben. Da haben wir die ganz kleinen Einlagen und es gibt schwarze Fensterrahmen. Nun ja, das ist ein bisschen Kosmetik. Das einzige neue Modell in der Dreierreihe ist die Kombi-Version der Touring. Ihn gab es zwar schon Anfang der 70er Jahre, beim BMW 2000, vielleicht erinnern sich einige daran, aber es ist damals nicht gegangen, fast ein Marktflop. Nun also Neuauflage in mehreren Varianten. Dies ist der Allrad 325iX und er kostet 53.800 Mark. Noch ein Wort zur Fünferreihe. Sie ist fast am Ende ihrer Karriere. Man spricht über Nachfolger und die sollen im Frühjahr 1988 auf den deutschen Markt kommen. 12 Zylinder hin, Touring her. Meine Damen und Herren, die eigentliche Attraktion, Herr Bauder, auf Ihrem Stand, ist dieses kleine, hübsch anzusehende Fahrzeug, dynamisch geschnitten, Z1 nennt sich's. Ein Roadster, zweisitziger, offener Sportwagen, war zunächst nur als Spielzeug der Konstrukteure gedacht. Jetzt ist er auf dem Markt und ist voll angenommen. Ich sehe 170 PS. Ich sehe auch auf dem Tacho fast 260 Stundenkilometer. Vorhin haben Sie gesagt, kein Wettrüsten der Geschwindigkeiten. Vielleicht doch mit dem Wagen? Nein, Frank Lehmann, kein Wettrüsten. Es wird sich niemand diesen Roadster kaufen, um schnell zu fahren, um zu rasen.
Dieses Auto genießt man, mit diesem Auto wird man reisen, mit diesem Auto wird man sportlich fahren, aber niemals rasen. Mit diesem Auto verfolgen wir drei Konzeptionsideen. Zum einen mal wollen wir die Entwicklungszeiten für ein Automobil stark reduzieren. Zum zweiten wollen wir neue Technologien erproben. Und zum dritten die Freude am Autofahren erhalten. Also wir haben, dieser Trend ist auf der Messe feststellbar. Wir werden im Laufe der Sendung auch noch einige andere kennenlernen. Aber das ist was ganz Originelles hier. Hier gehen also die Türen von unten nach oben. Wie heißt das? Hubtüren oder vertikale Schiebetüren. Das ist nicht nur der einzige Gag hier dran. Wie gesagt, 170 PS, der Z1 von BMW. Vor allem mit Leistung wirbt ja auch gerade die Sportwagenschmiede aus Zuffenhausen. Blickfang in diesem Jahr auf dem Porsche-Stand ist der sogenannte Speedster, der an die glorreichen Traditionen des 356 anknüpfen soll. Auf den ersten Blick sieht der Wagen für den Laien fast wie ein normales Cabrio aus. Aber der Speedster, Sportwagen pur, wie die Fans jetzt schon sagen, ist ausgesprochen verwandlungsfähig. Sein Besitzer muss nicht nur fahren können, sondern auch handwerkliches Geschick besitzen. Die Porsche-Techniker, verehrte Zuschauer, die dort stehen, die kommen jetzt mal zu uns und werden uns mal zeigen, wie verwandlungsfähig dieses Auto ist. Kommen Sie bitte, meine Herren, und wir sehen dann, was dabei herauskommt. Neben mir stehend Herr Jahnke, können Sie uns vielleicht mit ein paar kurzen Worten mal erklären, was Ihre Kollegen jetzt mit dem Auto machen? Ja, dieser Porsche ist natürlich weniger als alle anderen noch ein Transportmittel. Er ist für den Spaß am Fahren gemacht. Und dieses Auto ist, das kann sich verwandeln. Was wir vorher hier hatten, ist die Straßenversion. Mit der kann man immerhin mit einem leichten Verdeck, auch mit einem Scheibenwischer, richtig Auto fahren im Verkehr. Was nachher herauskommen wird, ist eine nicht mehr straßentaugliche Sportversion. Damit gehen dann die echten Enthusiasten am Wochenende zu ihrem Clubrennen und fühlen sich wie in einem Rennauto. Das gucken wir uns da mal an, wenn es soweit ist. Wir lassen Ihre jungen Kollegen jetzt mal arbeiten zu den ernsteren Themen, Herr Jahnke. In der Formel 1 fährt Porsche ein bisschen hinterher, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auch was den Verkauf angeht, sieht es nicht mehr so rosig aus. 25% Verkaufseinbußen bis jetzt in diesem Jahr. Was ist faul bei Porsche? Zu den Sporterfolgen möchte ich etwas relativieren. In der Formel 1 geht derzeit gerade die Ära der Turbomotoren zu Ende. In dieser Ära ist der Porsche-Motor 5 Jahre drin gewesen und hat 3-mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Damit können wir mehr als zufrieden sein. Der japanische Honda-Motor, der derzeit am Zug ist, ist 6 Jahre in dieser Turbo-Ära und er hat noch nicht gewonnen. Die steuern jetzt gerade im letzten Jahr ihren ersten Titel an. Ich will damit sagen, niemand hat diese Ära so gut genutzt wie Porsche und wir sind absolut zufrieden. Und ich darf Ihnen auch versichern, man wird auch in den nächsten Jahren im Motorsport von Porsche sehr viel sehen und hören. Die Verkaufseinbußen haben Sie noch vergessen? Ja, da sind die Preise sehr stark im Gespräch. Sie sind ein Dauerthema, jeder wünscht sich einen billigen Porsche. Aber man muss doch eines feststellen, die Preise solcher Autos werden von den Stückzahlen diktiert. Bei so kleinen Stückzahlen können Sie keine billigen Autos machen. Richtig ist, dass wir im Vierzylinderbereich speziell, und hier haben wir die Einbußen, in den letzten Jahren mit einer Reihe sehr attraktiver Konkurrenten konfrontiert sind, die aus Großserienteilen gemacht sind und daher auch sehr preisgünstig angeboten werden. Aber ein Wort gerade zu Ihrem Einstiegsmodell, dem 924. Der kostet fast, wenn man ihn kauft, fast 50.000 Mark. Und wenn man dann drin sitzt, dann bedient man Kipphebel aus dem VW Transporter. Damit kann man doch eigentlich heute niemand mehr locken. Da kriegt man doch bei der Konkurrenz in der Tat mehr Auto fürs Geld. Ja, es ist richtig, wie ich sagte, es gibt heute sehr, sehr attraktive Konkurrenten und Porsche wird auf jeden Fall mittelfristig sich mit der Vierzylinderreihe befassen müssen. Man wird sie aufwerten müssen und neue Kaufanreize schaffen. Ein Wort zu Ihrem Flaggschiff, dem 911, dem Carrera. Die Kunden jammern, warum er kein ABS hat. Warum gibt es kein ABS für den 911er? Ja, eine Sache, die auch uns wirklich auf den Nägeln brennt, ist, der 11er hat kein ABS, weil das Grundkonzept 25 Jahre alt ist. Dieses Fahrwerk von damals kann ABS nicht aufnehmen. Wir sind aber gerade im Ende der Entwicklung eines modifizierten Fahrwerks und in kurzer Zeit wird es auch für den 911 ein ABS geben. Herr Jahnke, ich sehe gerade, Ihr Speedster ist umgebaut. Das ist alles jetzt sehr eng, ist nur ein Einsitzer jetzt nur noch. Wie kommt man denn da rein? Ja, also das ist nun die Spielzeugversion dieses Autos. Hineinkommen Sie, indem Sie den ganzen Deckel anheben, dann die Tür öffnen und sich reinsetzen und dann ziehen Sie von oben wieder den Deckel zu. Und wenn Sie drin sitzen, fühlen Sie sich eigentlich wie in einem Rennwagen, der in Le Mans fährt. Aber so wie er hier steht, damit kann ich nicht auf der Straße fahren. Nein, das ist richtig. Das ist die Version nur für abgesperrte Strecken. Wie gesagt, für das Clubrennen am Wochenende. Also für dieses Auto braucht man zu Hause eine Privatstraße.
Ja, bevor wir zu den Japanern schalten, meine Damen und Herren, eben ist das die Formel gefallen, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich frage einfach mal, finden Sie, dass deutsche Autos zu teuer sind? Mittelklasse-Auto schon. Schon, ne? Ja. Was schätzen Sie, wie ist der Durchschnittspreis momentan auf dem deutschen Markt? Es gibt ja da eine Zahl. Mindestens 25.000 bis 30.000 Mark schon. Sehr gut. Was sagen Sie, sind deutsche Autos zu teuer? Nein, ich finde es nicht. Zu dem Verdienst finde ich, dass es auch gerechtfertigt ist, dass ein Auto was kostet. Aha. Einstiegsmodell zum Beispiel bei BMW, es kommt einem so flockig, Herr Dr. Dickmann vom VDA, also dem zuständigen Verband hier, kommt einem so flockig über die Zunge, ist halt bei BMW Einstieg 25.000 Mark. Der Durchschnittspreis eines deutschen Autos 23.000 Mark. Es gibt aus Ihren Reihen kritische Stimmen, die sagen, muss das deutsche Auto so teuer sein? Was sagen Sie dazu? Also zunächst mal geht der Trend auf dem deutschen Markt eindeutig in Richtung auf größere und teurere Fahrzeuge. Das heißt also, der Markt zieht mit. Und man darf den Preis eines Autos auch nicht isoliert sehen. Man muss ihn im Zusammenhang sehen mit den Betriebskosten. Hier sind die deutschen Autos vor allen Dingen sparsamer geworden. Es gibt längere Wartungsintervalle. Es gibt einen geringeren Stundenaufwand bei Reparaturen. Das alles schlägt sich dann positiv im Portemonnaie des Käufers nieder. Das ist richtig. Nur sonnen Sie sich ja gerade bei der IAA so im Glanz. Und man sieht es ja auch am Andrang hier heute, ein riesen Andrangtag wieder. Aber nochmal, der Ford-Chef hat gesagt, wir können doch nicht einfach das stumm hinnehmen, wenn immer mehr Käufer sich verschulden, Kredite aufnehmen. Es gibt ja Banken von den Autofirmen, die sagen, Mensch, kostet nur 2% Zins im Jahr, sich verschulden. Irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit für uns Autobauer. Die Autokosten in der Bundesrepublik sind im Gegensatz zu den Preisen für öffentliche Verkehrsmittel gemessen an den Lebenshaltungskosten nicht gestiegen in den letzten 15 Jahren. Sie sind 1986 sogar gefallen. Wir liegen also auf der guten Seite. Noch ein Wort zu den Überkapazitäten. Auch das ist parallel zu der Ausstellung bekannt geworden. Wenn die Japaner noch stärker drücken, die Koreaner kommen, dann gibt es Billigautos. Und dann kommen wir vielleicht mit unseren Kapazitäten ein bisschen schleudern. Meinen Sie das nicht auch? Ich glaube eigentlich nicht, was die Bundesrepublik anbetrifft. Natürlich gibt es immer neue Kapazitäten, moderne Kapazitäten, die die alten verdrängen. Das ist immer so gewesen. Aber wir haben hier doch in der Bundesrepublik auf hochwertige Automobile gesetzt. Wir sind weniger verwundbar als manche unserer Konkurrenten, zum Beispiel in Frankreich und Italien. Und die Struktur der deutschen Automobilindustrie hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, ja, Gott sei Dank, so gehalten, wie sie ist. Bedanke mich. Warten wir es mal ab, gerade was die Japaner machen. Und das ist das Stichwort. Wir schalten um zu den Japanern. Und hier in der Halle 9 residieren sie also, die Japaner, die weiter mit Riesenschritten auf dem Vormarsch sind. 15% Marktanteil in der Bundesrepublik, so lautet die vorläufige Zwischenbilanz in diesem Jahr. Riesenanteil am japanischen Verkaufserfolg hat der Mazda 626 nach dem Uno, das Importauto Nummer 2 in der Bundesrepublik. Weltweit konnte Mazda von seinem Modell 626 in nur 5 Jahren 1,4 Millionen Exemplare verkaufen. In diesem Jahr nun wurde der Mazda 626 einer Generalkur unterzogen. Aus einer Palette von 17 Versionen kann der Kunde wählen. Ausgestattet mit 2-Liter-Motoren von 90 bis 140 PS ist bei den Limousinen vom Stufen bis zum Schrägheck alles dabei. Und einen Diesel gibt es natürlich auch. Der Preis für das billigste Einstiegsmodell knapp unter 20.000 Mark, Extras inklusive natürlich. Konservativ im Vergleich zu den flotten Mittelklassebrüdern dagegen der neue 929, mit dem Mazda einen neuen Anlauf versuchen will, sich im exklusiven Club der deutschen Oberklasse zu etablieren. Hervorragende Ausstattung und ein annehmbarer Preis können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser 929 mit 2,2 Liter Hubraum für diese Klasse untermotorisiert ist. Wem das nicht reicht, für den gibt es auch eine 2,9 Liter Maschine mit 190 PS. Das kostet dann aber auch rund 10.000 Mark mehr. Topmodell in diesem Jahr bei Mazda bleibt deshalb der 626 GT mit einer technisch besonders raffinierten Neuheit. Elektronisch gesteuerte Vierradlenkung heißt das Zauberwort. Und wie das funktioniert, da wollen wir uns jetzt mal drüber unterhalten, das wollen wir uns mal anschauen. Herr Hogrewe, Lenken mit vier Rädern, ist das eigentlich nur ein publikumswirksamer Schnickschnack oder steckt da tatsächlich mehr dahinter?
Ja, also das Wort Schnickschnack finde ich eigentlich nicht okay dafür. Es sei denn, wir einigen uns darauf, dass ein ABS-System, dass eine Servolenkung, 16-Fin-Tilt-Technik, dass das alles Schnickschnack wäre, dann einverstanden. Nein, ganz seriös, eine Vierradlenkung hat einmal den Vorteil schon allein beim Einparken. Das Auto wird wendiger, man kann zum Beispiel rückwärts sehr leicht in eine Parklücke einrangieren. Das ist ein offensichtlicher Vorteil. Aber das viel Wichtigere ist vielleicht, dass wenn Sie auf einer hohen Geschwindigkeit sind, dass Sie einen Spurwechsel machen auf der Autobahn, wenn die Straße nass ist, dass das alles viel sicherer geht, weil die Querbeschleunigung durch die Vierradlenkung aufgefallen ist. Also das heißt, der Wagen bricht hinten nicht mehr aus, wie das bisher eigentlich so üblich war. So ist das richtig. Die Sicherheitsgrenze ist also weit höher gelegt und vergleichbar vielleicht auch mit dem ABS-System. Ein ABS-System braucht man auch nicht jeden Tag, aber gerade auf regennasser Straße ist ABS wirkungsvoll und den gleichen Effekt habe ich praktisch auch mit der Vierradlenkung. Also ein echtes Stück mehr Sicherheit, würden Sie sagen. Das mag ja alles gut sein, was Mazda da sagt, sagen die Leute von Honda. Aber wir sind die Ersten, die auf dem deutschen Markt zugelassen bekommen haben, ein Serien-Pkw mit mechanischer Vierradlenkung. Und das ist dieses Sportcoupé des Prelude, des Vorspiels. Auf Deutsch, vielleicht kennen Sie es noch, es ist aber etwas windschlüpfriger geworden, dieses Coupé, breiter geworden, der Radstand breiter und größere Scheiben drin. Alles das, was andere mittlerweile auch anbieten. Aber es gibt zwei ganz neue Motoren. Einen mit 109 PS und einen mit 138 und der macht, wie dieses Modell hier, 204 Stundenkilometer in der Spitze. Dieses ist das komfortabelste Modell mit 16 Ventilen. Man sagt, wir wollen den sportlichen Kunden mit viel Komfortdenken ansprechen. Das Modell hier kostet 36.180 Mark, wie gesagt, mit einer mechanischen Allradlenkung. Honda hat viel auf dem deutschen Markt vor. Man hinkt ja in den Zulassungszahlen hinter den anderen zurück und präsentiert hier eine Weltpremiere, nämlich des Civic. Es gibt ihn bereits im 15. Produktionsjahr. Das sind Modelle der unteren Mittelklasse. Sie sind jetzt ebenfalls wie der Prelude völlig neu überarbeitet, flacher, breiter, mit Einzelradaufhängung. Ab 16.700 Mark bis 109 PS reicht die Palette. Neu, und da rückt sie ins Bild, nach Abstimmung mit dem britischen Hersteller Rover, mit dem man bisher einen Vertrag hatte, ist diese viertürige Limousine mit Kofferraum. Man darf sie jetzt, nach Abstimmung mit Rover, wie gesagt, auf dem deutschen Markt anbieten. Und besonders hat mir der Kofferraum gefallen. Er ist außerordentlich handlich, außerordentlich praktisch, ist heruntergezogen, wie Sie sehen. Dieses Modell, das ist das Spitzenmodell mit einem 1,6-Liter-Motor, kostet 20.540 Mark. Wie gesagt, Weltpremiere Honda Civic. Und natürlich muss beim Civic, daran kommt wohl keiner vorbei, auch eine Sportversion her. Das ist der CRX, schick auf schwarz getrimmt, 130 PS. Er kostet knapp 25.500 Mark. Ein 16-Ventiler, ein Coupé, also ähnlich wie der Prelude ausgestattet. Und vielleicht sehen Sie unterhalb des Heckspoilers eine zusätzliche Scheibe, damit die Dame, der Herr beim Einparken besser sehen können. Ja, und die Japaner überhaupt, sie strotzen ja vor Selbstbewusstsein. Die sagen, wir bringen die Innovationen und die Deutschen hängen wir ab. Und jetzt greift man sogar den Mercedes-Markt an. Man will in die oberste Klasse rein, unter anderem mit diesem Modell. Das Nobel-Coupé von Honda, ein 2,7-Liter-Wagen mit 170 PS. Und er kostet 51.000 Mark. Wie gesagt, das ist der Einstieg von Honda in die oberste deutsche Klasse. Ob der Legend eine Legende bleibt, das hängt von seinem Markterfolg ab. Wir sind jetzt zu Nissan herübergewandert, die mit dem Terrano dem deutschen Publikum ein neues Autokonzept präsentieren. Offroad-Limousine nennen das die Japaner. Zu Deutsch vielleicht Geländewagen im Frack. Die Idee, die dahinter steckt, eine Synthese aus gepflegter Limousine mit Komfort und Geländetauglichkeit. Das Ergebnis ist ein günstiger CW-Wert und weniger Benzinverbrauch. Einen Drei-Wege-Katalysator hat er natürlich auch. Das ganze Auto gibt es für 32.000 Mark. Konkurrenzlos billig in dieser Kombination, sagen jedenfalls die Leute von Nissan. Premiere in Deutschland hat auch der 300 ZX Turbo. Dieses schnelle Reisecoupé ist auf vier Sitze ausgelegt. Der Sechszylindermotor bringt 203 PS auf die Straße. Drei-Wege-Katalysator und ABS gehören zur serienmäßigen Ausstattung. Kostenpunkt allerdings stolze 58.000 Mark. Die ZX-Serie ist die bislang erfolgreichste Sportwagenserie der Welt. Nissan konnte weltweit davon bislang über 1 Million Exemplare verkaufen. Vor allem in Amerika ist der ZX zu einem gefürchteten Konkurrenten der kleinen Porsche-Modelle geworden.
Tja, ob dieses Modell vor dem Fünferstern ebenfalls zum Konkurrenten wird, das ist noch völlig offen. Wir sind jetzt bei einer Flügelschau der ersten Limousine der italienischen Traummarke Lamborghini, natürlich heiß umlagert. Der Portofino mit vier Flügeltüren, natürlich an dem Super-CW-Wert, den größten Radabstand, den man sich vorstellen kann. Und wenn überhaupt, dann soll dieses Gefährt 1990 in Serie gehen. Er wäre dann 225 PS stark, könnte 246 Stundenkilometer schnell sein und er würde kosten 130.000 Mark. Dies alles unter der Regie von, Sie sehen es, Chrysler. Chrysler hat ja Lamborghini aufgekauft und, so steht's ganz keck in den Werbeprospekten, Chrysler kommt. Ende der 70er Jahre, vielleicht erinnern Sie sich, hat sich der drittgrößte Autokonzern der USA schmählich vom deutschen Markt zurückgezogen. Es waren keine Modelle, die bei uns ankamen und es waren Schluckspechte. Wir haben also viel zu viel Benzin gesoffen. Das alles hat sich jetzt geändert. Fast über Nacht ist aus einem fast bankrotten Konzern einer der reichsten und gesündesten der Welt geworden. Und nun will er wieder den deutschen Markt betreten. Dies alles liegt an einem einzigen Mann. Und er heißt Lee Eyre Cocker, hier vor der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt vor wenigen Tagen. Ein Wundermann, der Chrysler in den neun Jahren vor einem Bankrott rettete. Er könnte Präsidentschaftskandidat sein, er will es nicht. Er ist der bestbezahlte Manager der Welt. Man hat noch keine Händler Chrysler in der Bundesrepublik, aber man will 5000 Einheiten verkaufen. Und zu den Einheiten gehört dieses Modell. Es ist ein Cabrio. Es wird etwa 50.000 Mark kosten. Die Preise sollen erst im nächsten Frühjahr auf den Markt kommen. Er heißt Le Baron oder Le Baron. Turbo. Ein Cabrio. Da drüben die Coupé-Ausführung des gleichen Modells, 148 PS stark. Und man schätzt so, dass die beiden Modelle so um die 50.000 Mark kosten. Insgesamt sind es fünf, mittlerweile sehr europäisch zugeschnitten. Ich finde immer noch ein bisschen zu viel Chrom dran. Aber dieses Großraumfahrzeug, es gehört übrigens zu den meistverkauften Fahrzeugen dieser Art, der Voyager, der könnte Publikum haben. Er soll 44.000 Mark kosten, 140 PS. 3 Liter, 6 Zylinder. Mit diesen Modellen also will die Autosupermacht in Europa wieder klein anfangen. Der politische Gegenpart der USA, die Sowjetunion, ist ja schon bei uns etabliert. Ein Autozwerg fürwahr mit Lada. Und die Lada-Leute haben sich sehr kecke Sprüche einfallen lassen, finde ich. Schauen Sie mal. 5 Türen, 5 Plätze, 3 Aschenbecher oder von 0 auf 140 in 46 Sekunden. Endlich mal Sprüche gegen die übliche Sekundenschinderei von 0 auf 100 in. Man hat eigens für den deutschen Markt ein neues Produkt hervorgebracht. Rot mit Schrägheck, der Samara, zu Deutsch das Schätzchen. 13.990 Mark soll der Wagen kosten, neuerdings mit 2 Jahren Garantie. Man ist unter dem Preis vom Escort und Golf, also eigens für den deutschen Markt kreiert. Überhaupt auch die Russischen versuchen, sich dem deutschen Markt anzupassen. Wir wissen ja, sie sind robust und da ist viel Material dran. Ja, robuste Autos zu bauen, dafür sind die Skandinavier seit Jahren bekannt. Saab beschränkt sich wie viele andere auch auf die Überarbeitung seines Topmodells 9000. Ein rundherum neues Auto dagegen kann Volvo mit seinem 480 ES vorweisen. Dieser frontangetriebene Schwede aus Holland ist mit zwei Motorvarianten von 95 und 109 PS zu haben. Eine Turboversion soll folgen. Seine Väter haben dem 480 ein paar sinnvolle Extras mitgegeben. Mal sehen, es ist zwar jetzt nicht Nacht, aber vielleicht können wir doch verstehen, um was es geht. Nachts nämlich muss der Fahrer nicht mehr das Schlüsselloch suchen, es ist ständig von innen beleuchtet. Auch daheim muss man nicht mehr im Dunkeln in der Garage tappen. Auf Hebeldruck bleibt das Fernlicht noch 30 Sekunden an, um sich danach automatisch abzuschalten. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Bordcomputer, auf das Armaturenbrett. Denn für Tankmuffel besonders wichtig, die Tankuhr zeigt nicht nur wie bisher die Reserve an, sondern rechnet ständig neu aus, wie viele Kilometer man mit dem Restsprit noch fahren kann. 34.000 Mark soll dieses Auto kosten und ist damit gedacht als direkte Konkurrenz zu den 190er Mercedes und der BMW 3er-Reihe. So, und bevor wir natürlich hier bei Volvo aufhören, können wir das natürlich nicht tun, ohne einen Blick auf den großen Volvo zu werfen, den 760. Der 760 hat ein neues Gesicht bekommen, ist runder und schlanker geworden. Und die Volvo-Leute haben sich endlich von der alten Starrachse verabschiedet.
Abgespeckt hat er auch, der Schwedenpanzer. Die Motorhaube ist erstmals aus leichtem Aluminium. Die Italiener sind ja schon immer sportfreudig und designverrückt. Italiens Premiere ist der 164 von Alfa Romeo. Lange erwartet, denn Alfa will zurück in die obere Mittelklasse, in der sich ja sehr viel Konkurrenz tummelt. Die keilförmige Stufenheckkarosserie ist von Altmeister Pininfarina kreiert. Slogan: Eleganz gepaart mit starken Motoren. Kein Wunder, die Auswahl zwischen 150 und 190 PS. In puncto PS-Zahlen und Geschwindigkeiten, meine Damen und Herren, da geht Alfa in der Werbung sehr scharf vor. Vielleicht sehen Sie sich mal die Anzeigen an, von wegen kein Wettrüsten in Sachen Geschwindigkeitsdenken, wie wir vorhin gehört haben. Dies ist das Topmodell und es soll 46.000 Mark kosten. Ja, Alfa gehört ja seit Jahresbeginn zu dem riesengroßen Fiat-Konzern. Fiat ist in Europa die Nummer 1, da kann VW zurzeit machen, was will, auch vom Gewinn her. Obwohl jeder sagt, ja, Neues haben sie nicht zu bieten. Und man geht ja auf die Messe hier, um zu gucken, gibt es eigentlich Neuheiten? Man ist ein bisschen enttäuscht bei Fiat. Und da gibt es hinter den Kulissen ein Rumoren, der Nachfolger vom Ritmo in der unteren Mittelklasse, das ist der Tipo, der sollte ja eigentlich vorgestellt werden mit einem Riesenfest. Fiat wollte richtig schön feiern, ist nichts geworden. Die Manager haben gesagt, ist noch nichts marktreif, soll also im nächsten Jahr kommen. Dafür also einige nur kosmetische und allerdings auch motorische Verbesserungen in der gesamten Fiat-Palette. Das ist der Uno, der zurzeit erfolgreichste Kleinwagen überhaupt. Und sie haben ihn beim Uno 45 bereits mit Katalysator. Das ist neu. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, keine Firma ohne sportliche Version. Der Uno da hinten, das ist das Kraftpaket für 21.000 Mark. Der Supermodell Uno mit 100 PS. So, dann wollen wir mal zum Panda gehen. Auch beim Panda hat sich einiges getan, einige Veränderungen kosmetischer Art. Aber es gibt nun auch Panda ganz klein mit Katalysator. Damit kann Fiat zu Recht sagen, wir haben die kleinsten Autos der Welt jetzt mit Katalysator. Wie gesagt, in der mittleren oder unteren Mittelklasse ist nichts da, aber es gibt ein neues Topmodell von der Regatta-Klasse, das ist in der Mittelklasse. Und das ist, ich wag's kaum auszusprechen, der 90 IE Cut SX. Ein langer Name mit Alufelgen, elektrischem Schiebedach für knapp 23.000 Mark. Also auch Fiat, der an sich Kleinanbieter, schwimmt auf der Komfortwelle. Was hat jetzt Citroën aus Frankreich zu bieten? Mittlerweile sind wir gelaufen bei Citroën angekommen, genauer gesagt beim BX GTI 16-Ventiler. Die Franzosen stellen mit diesem Mittelklasse-Modell ein neues Auto vor, das nicht nur unter der Haube ganz bewusst sportlich ausgelegt ist. Denn ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, die Seitenwülste an den Sitzen sind sogar verstellbar. Traditionell bei Citroën das denkende, das hydropneumatische Fahrwerk. Unabhängig von der Belastung hält dies den Wagen immer auf gleicher Höhe. Mit einem Preis von 32.000 Mark soll der GX nun den 3er BMWs und natürlich dem 190er Mercedes Konkurrenz machen. Wie schon die Typenbezeichnung sagt, ist dieser GX ein 16-Ventiler, eine technische Variante, die in den letzten Jahren immer mehr in Mode gekommen ist. Neben mir steht der Techniker von Citroën, Herr Schwarz. Warum eigentlich 16-Ventiler, würden es nicht auch weniger tun? Die Mehrventiltechnik ist grundsätzlich eigentlich die logische Weiterentwicklung der Motorentechnik grundsätzlich. Sie bietet einige Vorteile. Die thermische Beanspruchung bei gleicher angebotener Leistung ist wesentlich geringer. Ein anderer Vorteil ist, dass der Motor einfach mehr atmet. Sie müssen sich das vorstellen, so als wenn ein Zimmer statt einem Fenster zwei Fenster hat. Das heißt, der Füllungsgrad ist besser, die Ausnutzung des Kraftstoffes ist besser und damit ein geringerer Kraftstoffverbrauch bei entsprechender Leistung. Herr Schwarz, wenn ich mal Ihr Stichwort aufgreifen darf. Sie sagt, das ist die logische Folge der technischen Weiterentwicklung. Nun ist das Vierventilsystem Rotzylinder ja so neu nicht. Ich habe mal nachgelesen in schlauen Büchern, da steht drin, Mercedes hat das schon 1909 gehabt, Opel kam 1912 mit Vierventiltechnik. Warum hat man das eigentlich wieder aus der Schublade geholt? Ja, das ist grundsätzlich richtig, dass das etwa 60 Jahre alt ist, aber man hat heute Materialtechniken, die heute zur Verfügung stehen, die das Gesamte eben wesentlich sicherer machen. Sie müssen sich vorstellen, dass der Zylinderkopf zum Beispiel ja wesentlich mehr Öffnungen aufweist, als das die Normaltechnik hat. Und das ermöglicht eben die Herstellung von 16-Ventilmotoren oder Mehrventilmotoren. Braucht man dafür eigentlich für die Zylinderköpfe auch neue Materialien, technisch neu entwickelte Materialien, damit sie das aushalten?
Ja, es ist so, dass eben die Standfestigkeit höher sein muss für diese Zylinderköpfe, die eben mehr Öffnungen haben. Und dazu braucht man andere Materialien. Nun heißt es ja auch, dass diese Technik, diese neue Technik durchaus auch Probleme schafft. Nämlich, wenn man richtig aufs Gaspedal tritt, dann soll ein Motor mit dieser 16-Ventil-Technik durchaus mehr Lärm machen. Das heißt, die Zahl der Dezibel geht deutlich nach oben. Was kann man dagegen tun? Ja, grundsätzlich kann man natürlich dagegen tun, eine andere Auspuffanlage einzubauen. Aber es ist eigentlich so, dass diese Motoren, Mehrventilmotoren, in sportliche Fahrzeuge, wie Sie vorhin gesagt haben, eingebaut werden. Und da wünscht man eben einen gewissen Sound. Wie geht denn die technische Entwicklung weiter? Bleibt es bei den 4 Ventilen pro Zylinder oder reden wir vielleicht in 2 Jahren über 5 oder 6 Ventile sogar? Das sicher weniger, aber ich kann mir vorstellen, dass die Mehrventiltechnik oder 4-Ventiltechnik auch bei kleineren Motoren in der Zukunft Anwendung findet, eben aus den genannten Vorteilen heraus. Erstmal vielen Dank und jetzt sollten wir eigentlich mal über ein Auto reden, was mit dieser komplizierten Technik überhaupt nichts zu tun hat, denn hier auf dem Stand von Citroën steht ein geliebtes altes Auto, die Ente. Die Ente ist gemeint, der 2CV, sie schwimmt immer noch oben. Im letzten Jahr wurden allein in der Bundesrepublik davon immer noch 15.000 Exemplare verkauft. Und die Ente schwimmt, sie fährt, sie wird geliebt. Und nächstes Jahr hat sie sogar Jubiläum. Im nächsten Jahr wird die Ente 40 Jahre alt. Ja, 40 Jahre ist für ein Produkt eine prima Zeit. Ob dieses Modell mit einer 1 auf der Radkappe diese Zeit je erreichen wird, das ist fraglich. Aber immerhin, einer will es probieren. Er will dieses Modell, einen Roadster, einen zweisitzigen, im nächsten Jahr in Berlin in einer neuen Fabrik mit 200 Mitarbeitern bauen. Er wagt sich in den Kampf, meine Damen und Herren. Das ist ein zweisitziger Roadster im BMW-Stil. Sie haben vorhin den Z1 gesehen. 6 pro Tag sollen gebaut werden. Man greift auf die Vorteile der Großserie zurück, also den Motor von Golf GTI. 16 Ventiler, 210 Stundenkilometer schnell und 130 PS stark. Aber die Karosserie ist selbst entwickelt von einem Mann, den ich hier neben mir habe. Und über ihn ist eine ganze Menge geschrieben worden, Walter Treser, noch gar nicht so alt, aber trotzdem fragt man sich, wie kommt so ein Mann in den mittleren Lebensjahren dazu, richtig neu anzufangen und vor allen Dingen sich es mit 35 anderen Automobilfirmen in Deutschland aufzunehmen, Herr Treser? Ach, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz logische Entwicklung. Ich bin seit 25 Jahren Ingenieur für Flugzeugbau und Kraftfahrzeugbau, habe bei Audi maßgeblich an der Entwicklung des Audi Quattro mitgearbeitet, bin seit 5 Jahren selbstständig als Autoveredler, wie man so schön sagt, baue Audis und Volkswagen um und starte jetzt mein eigenes Projekt, das auf einer eigenständigen Karosserie basiert, aber doch die Großserientechnik von Volkswagen Audi verwendet. Was gibt Ihnen die Zuversicht? Ich habe ja von Ihnen gehört, allein 35 sind hier auf der Messe bestellt worden. Ich meine, der Wagen kostet 60.000 Mark. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass Sie dafür wirklich einen Markt haben? Haben die Großen was verpennt mit so einem Modell? Die Großindustrie macht natürlich Massenauto, Massenware. Auf der anderen Seite ist der Markt für individuelle Fahrzeuge da. Ich versuche ein Auto, das jenseits von der aerodynamischen Einheitskarosse liegt und das Fahrvergnügen und Freude am Auto aus etwas anderem zieht als aus der reinen Schnellfahrerei und aus der Motorleistung. Ja, ist das dann auch so ein bisschen Ihr Slogan, weil ich da gelesen habe, Fuß vom Gas steht da drauf. Fuß vom Gas und das immerhin bei 130 PS. Da frage ich mich, wie passt das zusammen beim Sportwagen? Ja, ich sag ja, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und wenn es uns gelingen würde, da eine Volksbewegung draus zu machen, dass man vernünftig fährt und den Spaß am Autofahren zum Beispiel aus dem Offenfahren gewinnt mit einem Auto, das ein leicht zu schließendes Hardtop-Dach hat, dann bräuchte man keine grundsätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung. Denn ich glaube, auf der anderen Seite spricht nichts dagegen, mal auf einer freien Autobahn auch 160 oder 180 zu fahren. Also das Treser-Auto mit der 1, was bedeutet die 1 überhaupt da auf der Radkappe? Ach, die 1, das ist unser Firmenzeichen. Schon immer steht die 1 als stolzes Zeichen für Leistung und Qualität, das die ARD ja zum Beispiel auch hat. Das hören wir gerne. Herr Treser, mit diesem Spruch, toi, 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 für die Produktion 6 am Tag sollen ja gebaut werden in Berlin. Ja, das Auto wird also gebaut, ein anderes wird nicht gebaut. Es ist eine Zukunftsstudie. Es nennt sich Mein Auto wie Dein Auto, ein Unikat, noch ohne Motor und ohne Funktion, eine Modellstudie, geschaffen von einer Design. Seiner Firma, aber unterstützt mit 120.000 Mark von namhaften deutschen Zulieferfirmen. Wie würden die bauen, wenn sie selbst dürften könnten? Sie sind ja nur Zulieferanten der Autoindustrie. So würden sie es machen. Ein Auto ohne Ecken und Kanten, vor allen Dingen man sitzt aufrecht drin. Ein Auto mit wahrscheinlich no future. Zukunft aber haben, meine Damen und Herren, ganz andere Autos, die sich sogar sehr prächtig verkaufen. Es sind keine Zukunftsschlitten, sie sind nicht windschlüpfrig oder so. Es sind Oldtimer.
Alte Modelle neu gebaut. Das ist die jüngste Marktlücke, die findige Fabrikanten entdeckt und, wie sie in Frankfurt zeigen, mit Erfolg gefüllt haben. Ein britischer Aussteller zeigt eine Novität vom Baujahr 1920, einen Oldtimer-Lieferwagen, der vor allem als rollende Reklame angepriesen wird. Der 2-Liter-Motor ist von heute, kein Problem also bei der Zulassung. Alles andere stammt aus dem Automobilmittelalter, als solche Hupen letzter Schrei waren. Der Dreivierteltonner ist aus stabilem Blech geformt. Auch an Messing und an Edelhölzern wird nicht gespart. Ein typisch englischer Spleen. Auch auf dem Kontinent haben sich beim Stückpreis von 55.000 Mark schon Käufer gefunden. Oldtimer-Liebhaber, die geschickte Hände und Geduld haben, können sich das Objekt ihrer nostalgischen Liebe auch selbst bauen. Eine bayerische Firma bietet Bausätze. Diesen Bugatti in den Formen von 1927 kann man für knapp 9.000 Mark haben, zerlegt in 1.000 Einzelteile. Schon zusammengesetzt kostet er mehr als 25.000 Mark. Alle diese Neo-Oldtimer, auch dieser Mercedes, sind auf der Basis historischer Fotos nachempfunden worden. Die Besonderheit, vieles, was an den Originalen aus Metall war, ist aus Kunststoff hergestellt. Aus dem Baukasten hervorzuzaubern sind für Fans auch solche modernen Karossen, die im Original manchen Geldbeutel überfordern würden. Den Ford Oldtimer im Polyesterkleid preist auf der IAA eine österreichische Firma an. Auch in diesem Fall sind Bastlereifer und 33.000 Mark gefordert, um die Autoeleganz von 1934 wiederzubeleben. Die 30er Jahre, als der Windkanal die Fantasie der Karosseriebauer noch nicht zügelte, scheinen die aus heutiger Sicht beliebtesten Oldtimer hervorgebracht zu haben. Dass unter den schwungvollen Linien moderne Motoren versteckt sind, wer sieht's schon? Ich meine, ich bin hier auf dem Zweirad, aber was hat Ihnen die Autoausstellung gebracht, wenn ich Sie mal fragen darf? Also viele Neuigkeiten, die wir gesehen haben. So, was hören wir denn? Zum Beispiel neue Techniken, so. Viel Elektronik. Sind Sie vom Fach? Weil Sie so... Nein, ich informiere mich aber dafür. Ah ja, vielleicht informieren Sie sich auch mal über diese Fahrräder, Kollege, ne? Ja, also wir sitzen hier auf keinem Oldtimer. Es ist zwar ein gutes altes Fahrrad, es sieht auch sehr futuristisch aus, aber der Vorteil, man kann es kaufen und vor allen Dingen, man kommt bei diesen Verkehrsverhältnissen viel schneller damit vorwärts. Kein Autobauer hat das Ding erfunden, sondern es war ein Segelflieger, Frank. Ein Segelflug-Weltmeister sogar, Professor Reichmann. Und er hat gesagt, man sitzt aufrecht auf dem Fahrrad und kann dann wunderschön fahren, wie wir das hier auch probieren. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie her. Auf die schnellste Art und Weise nach Hause. Zumal es in der Großstadt nur mit Fahrrad geht.